Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. So, wir sind immer noch auf der Jagd nach Gosakus Rüstung. Und dafür müssen wir jetzt hier unten hin zum Hügel in Akashima. Dafür können wir dann hier einmal schnell die Schnellreise machen. Wir haben uns ja vorher in der letzten Folge über die ganze Karte bewegt und wurden dann leider im Sumpfduell ein wenig aufgehalten. Jetzt können wir dann uns die Rüstung endlich holen. Und ich würde vermuten, dass ich da wieder ein Duell ausfechten muss. Diesmal habe ich allerdings auch meine Entschlossenheit voll. Bin also erst einmal guter Dinge und gespannt, was die Rüstung uns tatsächlich am Ende bringt. Und dann fangen wir an, die Karte wie immer Zeigt mir, aufzudecken was ihr könnt. und ein bisschen Story so zu setzen. Aber erstmal müssen wir die Mongolen hier. Und natürlich voll versagt. Erstmal müssen wir hier mal die Speerträger wegmachen. Dann die Bogenschützen wie immer. So, da ist ein Anführer dabei. So, irgendwie war das nichts. Komm schon. Ich habe jetzt eine kleine Pause zwischendrin gehabt. Na komm, mach mal so. Sag mal. Der ist aber echt hart. Leider scheint mir die Spielpause, die ich zwischendrin hatte, echt gerade das alles schwerer zu machen, als es sein müsste. So. Das war jetzt eine Nullnummer für nix. Sehe ich das richtig? Ich meine, hier liegen ein paar Leichen, aber ansonsten. So viel dann dazu, dass meine Entschlossenheit diesmal voll ist. Ja, kein Bauer, kein besonderer Loot, wenn ich das richtig sehe, wobei doch hier auf dem Wagen könnte. Nö. Also das war für Nippes. Allerdings hier ist ein Vögelchen, wobei der Vogel führt mich wahrscheinlich zum Ziel. Das ist nämlich nicht weit. Ach so, das waren die Mongolen, die hier. Vielleicht passt einer der Schlüssel. Das Ding aufsuchen wollten. So, jetzt müssen wir auf den Hügel. Na gut. Hier? Nein. Das ist verwirrend. Ich soll dort hoch. Ah. Dann machen wir das doch so. Dann geht's hier lang. Ich hoffe, dass die Aufnahme und die Soundqualität vernünftig sind. Das Aufnahmeprogramm wurde geupdatet. Und danach hatte ich erstmal Probleme, wieder irgendwas aufzunehmen. Deswegen auch die lange Pause. Aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt alles wieder vernünftig funktioniert. Und die Soundabmischung irgendwie passt. Ich hoffe es. Ach du Schande. Oh, ich weiß nicht, ob der Vogel für das Ding hier zuständig ist. Ich glaube irgendwie nicht. Das heißt, hier wird wahrscheinlich noch ein Fragezeichen in der Nähe sein. Gucken wir mal. Da ist sie. Ich krieg's hier einfach so. Sehr schön. Sammeln.
Kosakos Rüstung. Die Mongolen werden ihre Macht am eigenen Leib spüren. Sehr gut, dann zeig mal her, wie die aussieht. Und was sie kann, vor allem. Robust. Überraschend leicht. Ja, klingt gut. Ist das Samurai-Rüstung? Oh nein! Mein Wecker zum Aufstehen. Ich bin doch schon lange wach. Moment, da muss ich jetzt einmal ganz kurz. Und Technikfunk verdient, sehr gut. Upsi. Zwei Stück haben wir. Kein Hut. Gosakos Rüstung. Von Gosako getragene Rüstung. Der Beschützer von Tsushimas Bauern. Anzeigen. So, was haben wir da? Mittlere Erhöhung der Gesundheit. Mittlere Erhöhung des Taumelschadens. Das Töten eines taumelnden Gegners stellt 10% der Gesundheit wieder her. Verbesserungen. Ja, selbstverständlich kriegen wir dann... Oh, das ist gut. Bedeutende Erhöhung des Taumelschadens, 20% Gesundheit wiederherstellen, wenn wir einen Getaumelten kaputt machen. Und leider aber, jetzt brauchen wir 250, 750, 1500. Fehlt uns leider noch ein bisschen was an Material, also Vorräten. Damit könnten wir sie dann voll ausstatten. Finde ich okay. Warum auch immer ich das Stirnband dabei habe. Ich will nicht das Stirnband, ich möchte... den Fliegenstrohhut weiterhin. Es ist, wie es ist. Ich bleib dabei. Aber wir nehmen Gosakos Rüstung. Das mit dem Taumelschaden finde ich gar nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur die einmal aufwerten. Ja, Gosakos Stirnband ist okay. Nee, zeig mir die Karte. Ich möchte gucken, ob hier ein Fragezeichen... Nee, tatsächlich ist doch da unten ein Fragezeichen. Das holen wir vorher noch, bevor wir da mal unsere Rüstung ausbauen. Dafür müssen wir gucken, wie wir da runterkommen. Ohne das Zeitliche zu segnen. Ah, es ist so eine Schwertscheide-Geschichte. Hier lang. Ah, komm. Das sieht auf jeden Fall falsch aus. Aber ich könnte mit ein bisschen Glück hier irgendwie runterkommen, ohne zu sterben. Indem ich das einfach mache. Haha! Das war nicht der geplante Weg, aber hey. Es hat funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann ist das so in Ordnung. Holen wir uns mal kurz eine neue Schwertscheide. Wie sieht denn die aus? Duellfest. Die Feinde werden sich an Chaos und Blut laben. Oh, nein, auf gar keinen Fall. Gut, dann Karte. Kann ich hier, habe ich einen Rüstungsschmied. Perfekt. Und wir haben dann auch direkt den Kriegsmönch hier mit dran. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch so, dass wir die Queste dann direkt starten. Dann haben wir die Folge ein bisschen mit Inhalt gefüllt, nachdem die letzte ja leider nicht so gut gezündet hat. Sehr lang, mit wenig Inhalt. Dafür haben wir jetzt die Rüstung und können die direkt zweimal aufwerten, schon mal. Und dann nochmal, ich glaube 200, ja 150, glaube ich sogar nur an Vorräten. Die kann ich mir vielleicht durch Verkauf. Aber keine Spur von anderen Mönchen. Sichern. Mit dir rede ich gleich. Das ist jetzt quasi das örtliche Pendant zum Goldenen Tempel, wenn ich das richtig sehe. Fürst Sakai, Norio. Ja, gleich. Wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Jetzt nicht. So, du bist. Ich alle Arten von Rüstung. Ja, genau, habe ich den Schutz, den ihr braucht? Danke, Kosakus hätte ich gerne einmal aufgerüstet. Daran wird euer Gegner verzweifeln. Und nochmal. Dann haben wir schon mal das. Und für die letzte Stufe fehlen uns jetzt noch. 200 Vorräte, knapp. Danke. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich glaube, beim Fallensteller konnte ich... Boah, ich kann beim Bogenmacher noch was machen. Fürst Sakai. Norio. Nee, jetzt wo nicht. Sind die Mönche aus eurem Tempel? Ich kann euren Bogen verbessern. Kurzbogen kann ich verbessern. Naja. Nein. ich möchte die Rüstung tatsächlich voll aufwerten. Was war das? Vorräte. Ja, mit 8 kann ich nicht viel anfangen.
Du bist, was bist du? Normaler Händler? Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu Schwertschmied. Haben, mein Herr. Was habe ich denn? Ich muss gucken, was ich hier noch habe. Habe ich überhaupt einen Fallensteller hier? Ja. Hier gibt es einen Fallensteller und hier gibt es auch den Geschenkaltar. Da gehe ich zuerst hin. Da könnte ich nämlich Glück haben. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ich das finde. Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Ja, möchtest du es nochmal fünfmal fragen, ja? Da ist der Geschenkaltar. An der großen Glocke, das passt ja irgendwie. Sammeln ein. Schnee von Kamiagata, hauptsächlich im Norden getragen, um nicht zu erfrieren. Reich beschenkt. Das ist eine Maske, sehe ich richtig? Das ist cool. Die nehme ich. Ach so, guck mal, es gibt auch noch Tsukusakus Stirnband, einen Helm. Der ist ja eigentlich auch gar nicht verkehrt, jetzt vor allem mit der weißen Maske. Dann gibt es noch den verbesserten Kusakus Helm. Ach so, durch das Aufwerten habe ich quasi den Helm bekommen. Ich hätte aber tatsächlich ganz gerne einen schicken Strohhut. Aber jetzt nicht diesen Flickenstrohhut hier. So, gab 5 Leder, 5 Stahl, 5 Eibe, 100 Vorräte. Das ist noch nicht genug. Den Fallensteller brauche ich noch. Kann ich mir denn das auf der Karte irgendwie anzeigen lassen? Wo ist er denn? Und einen Händler gibt es natürlich, den Blumenhändler. Das ist der Bogenmacher. Da hat man Vorräte nochmal. Wie viele habe ich jetzt? 711. Es fehlen nur noch 40, ne? Ich muss diesen Fallensteller finden. Hier haben wir nur den Legendenmacher. Erzähler. Die Kami sind überall, Mann. Sie beobachten. Da ist das Schwert, der Bogen, nee, Schwert. Warte mal, Schwertschmied? Sind eure Klingen noch in Ordnung? Jetzt muss ich kurz gucken. Bescheid. Wenn ich das Katana natürlich verbessern kann, ist das natürlich auch nicht schlecht, ne? Das ist schon ein Unterschied, wenn man sich die Leiste anguckt. Dann gehe ich doch lieber auf Katana und dann verzichte ich jetzt darauf. Ausbalanciert, scharf. Und tödlich. Fallensteller noch stundenlang zu suchen. Ich finde den schon noch. Im Zweifel irgendwo in einem. Andererseits, ich kriege dadurch wieder. Fürst Sakai, Norio. Ja, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Tempel? Ja, ja, ja. Ach, das hier außen zählt tatsächlich doch noch dazu. Dann wird er hier irgendwo hin. Darf ich euch helfen, mein Herr? Ja, du darfst mir aber Sachen verkaufen. Ein sehr interessantes Stück. Ganz neu. Ach, guck mal. Hüte. Darunter den Bauernstrohhut, der aber auch kacke aussieht. Rüstungsfarben gibt es auch ein paar neue. Roni Kleidokosakus-Rüstung. In Rot. Oder in Blau. Ich kaufe den Blauen. Besiegt damit die Invasoren. Und für den Bogen uninteressant. Ihr habt meinen Dank. Eure Siege geben uns Hoffnung. Und da hinten ist der Fallensteller. Gut. Dann kann ich da schon mal meine Beutel einmal aufwerten. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Schwere Pfeile. Moment. Kurz Schnellfeuerwaffen. Das macht eigentlich schon wieder fast mehr Sinn. Ja. Ob ich eine 3er oder 4er Kapazität habe, ist egal. Dann doch lieber die schweren Pfeile. Dankeschön. Ich hoffe, das hilft. Windglocken und Böller. Ja, komm. Nehmen wir mal hier Böller. Zack. Nur für euch. Ja. Nehmen wir alles, was wir können. So, jetzt haben wir wieder ganz viel Hopf. Tierfälle nicht. Mit 111 können wir aber auch nichts anfangen. So viele Sachen können wir nicht verkaufen. Dass wir die Rüstung jetzt doch noch fertig kriegen. So, jetzt gehen wir zu Visa Noraku.
Man kann ja endlich seinen Dialog zu Ende führen. Fürst Sakai, hey. Norio. Norio. Wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten, wer sich wehrt. Unterwerfung belohnen. Kutuns Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Das heißt, ich muss eine Invasion abwehren, ja? Der letzte Kriegsmönch. Schauen wir doch mal. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Gehe mit Norio zu den Teefeldern. Jo. Sie dürfen den Mönchen nichts antun. Sie sind Heiler. Die Mongolen werden sie am Leben lassen. Diesen Invasoren traue ich ehrlich gesagt alles zu. Das wäre auch eine schöne Waffe. Allerdings nicht die beste für den Nahkampf. Sie kamen hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Zu langsam. Meiner Meinung nach. Nehmen die Spur der Mongolen auf, ja. Da. Hier sind Spuren. Das muss natürlich die Spur der Mongolen sein. Ach, sprich mit Norio erst. Und erst dann tauchen plötzlich die nächsten auf, ja? Sie sind in Richtung Sumpf. Kommt! Klingt, als würdet ihr und Hochi euch kennen. Hochi beschwerte sich immer, dass mein Bruder zu kampflustig sei. War euer Bruder gewalttätig? Nein, aber schon immer furchtlos. Als ich noch klein war, schikanierten mich die Jungs in meinem Dorf. Das muss sicher schon lange her sein. Viele Mahlzeiten her. Einmal stopften sie mich in einen Hirsesack und wollten mich in einen Baum hängen. Enjo tat so, als wäre er ein Dämon, der in den Ästen sitzt. Sie taten mir nie wieder etwas. Mut zeigt sich in vielen Formen. Hochi glaubt, Kriegsmönche sind voller Wut und Hass. Aber wenn ich meine Naginata schwinge, opfere ich die wenigen, um die vielen zu retten. Und Genau, so hieß die Waffe. Naginata. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Die gibt es nämlich in der Form, Moment, ich möchte einmal kurz die Farbe wechseln. In der Form auch in Neo. Das tue ich ohne Hass. Finde ich, ist eine gute Waffe. Also extrem durchschlagskräftig. Gerade gegen Rüstung auch gut, aber ich meine, im direkten Nahkampf ist sie einfach zu sperrig. Da ist man mit dem Schwert schon besser bedient. Aber so ein Samurai ist theoretisch auch in der Anwendung einer solchen Waffe unterwiesen, wenn ich mich nicht täusche. Da sind sie. Bleibt hier, Norio. Nicht, dass die Mönche zwischen die Fronten geraten. Oh, wo ist er hin? Da? Ich habe keine Fackel genommen, keine Brandpfeile mehr. Okay. Ja, direkt tot. Da sind die Mönche. Ach, Norio kämpft. Что творит?
Gut. So, ich töte ja eh meistens getaumelte Gegner, deswegen macht das schon echt Sinn so. Seid ihr der Samurai, der wieder auferstanden ist? Ist Hochi bei euch? Hochi? Nein, aber einer von uns ist entkommen. Die Eindringlinge haben ihn verfolgt. Sie kommen sicher gleich wieder. Fürst Sakai, Mongolen auf der Straße. Norio, ihr lebt. Zurück, alle Mann. Moment, habe ich irgendwas? Oder nicht? Die Heilung ist auch gar nicht mehr so übel. Steht schon wieder. Oh, leiden wir hin. Selbstverständlich können wir nicht mehr leiden. Da hinten ist noch einer, sehe ich. Das sein Leiden soll beendet werden. Welche Talisman habe ich gerade drin? Nützlichkeit und Gegner töten. Das ist natürlich eine super Kombination. Einen getaumelten Gegner töten stellt mir ordentlich Leben wieder her. Ich könnte jetzt natürlich hier auch das wieder reinnehmen, weil ich ja jetzt die Heilung sowieso habe. Aber ich glaube, die doppelte Menge ist schon gar nicht schlecht. Ist jemand verletzt? Uns geht es gut, mein Herr. Wo ist Hochi? Eine andere Gruppe hat ihn. Norio. Sie kannten Hochis Namen. Und sie erwähnten den Zedern-Tempel. Fürst Sakai. Warum sollten Sie Hochi vom Rest trennen? Weil er der beste Heiler ist. Sie brauchen ihn vielleicht. Und er ist gern mal vorlaut. Ihr meint, er hat Sie verärgert? Ich kenne Hochi. Ja. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal müssen wir ihn finden. Ich werde herausfinden, wohin Sie ihn gebracht haben. Wir sehen uns dann in Akashima. Wir finden ihn, Norio. Wupp, wupp. Der letzte Kriegsmensch. Erst einmal verschoben. Und ein bisschen mehr für unsere Legende. Ja, ich finde die Rüstung gut. Wenn die erstmal voll aufgewertet ist, zwei Seiten. Glaube ich, könnte die uns sogar... Wir folgen dem Vogel mal, oder? Vöglein. Könnte die uns sogar richtig viel bringen. Das Problem ist halt natürlich die Sache mit der Erkundung. Wir müssten mal hier so eine Siedlung machen. Aber ich werde jetzt einmal hier zum Ishikawa gehen. Der ist nämlich direkt hier vorne und dann machen wir nochmal ein bisschen mehr Story. Und dann werden wir in der nächsten Folge erstmal wieder so eine Festung einnehmen, um ein bisschen größeres Gebiet aufzudecken, um ein paar Fragezeichen abzulaufen. Sensei Ishikawa wollte mich hier treffen. Vielleicht machen wir es auch diese Folge noch, je nachdem, wie lange es dauert, Ishikawa jetzt zu helfen. Er ist nicht hier. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Ja, mit wem von euch kann ich darüber reden? Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Da oben. Oh, und eine Information. Hey, Kollege. Erzähl. Viele halten sie für einen Mythos, aber die Kappa sind real. Kappa? Dämonen, mein Herr. Sie wurden an einer Fischerhütte in Akashima gesehen. Dämonen? Oder Menschen?
Das sehe ich mir selbst an. Ja, die Kappa verfolgen wir dann aber erst nächste Folge. Weil, wie gesagt, jetzt sind wir gerade bei Ishikawa dran. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Okay. Eroberungsträume. Ist nicht weit, kann man laufen. Machen wir sowieso meistens. Was ich jetzt natürlich nicht geguckt habe in der Ausrüstung. Kleidung. Die Samurai-Clan-Rüstung verringert halt den Schaden, den wir bekommen. Und zwar bedeutend, während die hier eine den Taumelschaden bedeutend erhöht. Und man kriegt mehr Erschlossenheit, wenn man Schaden erleidet. Das macht natürlich beide nützlich. Oh, da vorne wird gekämpft. Sensei Ishikawa hat Ärger. So nicht hier. Warum steht er denn auf so einem Felsen hier? Na klar, damit ihm das nicht passiert, aber trotzdem. Nicht immer noch versuchen, was anzuvisieren. Haltet den Kopf unten. Ne, Moment, erstmal will ich bisschen Munition hier auffüllen. So, jetzt kannst du erzählen. Zuletzt? Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. Keine Brandpfeile. Ich habe ja mittlerweile glücklicherweise weit genug aufgewertet, dass eben ein Pfeil genügt, um Gegner zu kriegen. Komm, bleib stehen. Und dann ist das Thema schnell erledigt. So langsam komme ich rein, was das anbelangt. Hör mal, ja, voll wohl sein. Freund Currywurst. Was hat er denn heißen? Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Ach, steht schon hier vor mir direkt. Geht mit Ishikawa zu Tomois Lager. Oh. Toritor. Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Oh, Moment. Da lag was. Kunai nehme ich mit. Kann ich gebrauchen.
Zap, zap. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Ich würde sagen, du bist ein schlechter Lehrer. Aber lassen wir das mal. Wir brauchen ihn. Oh, Pixelfehler. Schön, und links. Was ist das dort vorne? Ein Torridor. Sie haben zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Ja, ja. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie da vorgemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Ha. Wieder einmal Tomoes Werk. Ist er ihr Vater? Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht den Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Ja, zumindest dahingehend kann ich ihm mehr zustimmen. Oh, hier ist aber schick. Du hohen Gras, kann man da durchreiten? Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Nein. Wir müssen sie also auch nicht durchlaufen. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in mir sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Das ist ein interessantes Gebiet hier. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Ein Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Okay. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Na, dann hauen wir rein. Ich höre sie. Jo. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Okay. Kettenattentat. Die stehen so gut hierfür da wie sonst nie.
Ne, da sind noch mehr. Die das noch nicht bemerkt haben. Zumindest einer ist noch da. Ich habe mich im Burkaneda nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher? Sehen wir uns um. Na gut, bei den Leichen werde ich nicht viel finden. Mein Lager ist aber auch schwer relativ. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Na, ein weiteres. Aber wo ist jetzt irgendwie nicht so ganz bekannt oder was? Pfeile, uninteressant. Ja, die andere Liste hat man gerade auch schon gesehen. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan. Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Aha. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Eroberungsträume abgeschlossen. So, ich habe gerade übrigens einen Entschluss gefasst. Ich werde die Folgen ein wenig kürzen. Ich meine, die wir haben, haben wir jetzt halt. Die sind jetzt eine Stunde lang, das ist okay. Ich werde aber eher so auf 45 Minuten angehen, weil ich sonst einfach nicht hinterherkomme. Wir werden uns hier diesen Ausguck einmal holen. Dann nehmen wir uns nächste Folge um die Siedlung kümmern und dann hier den Schrein holen. Ja. Und auf die Art dann nach und nach uns die Karte erschließen. So, der Ausguck ist das links da, ne? Nehme ich an. Nein. Da wo es vor. Das ist okay. Der Ausruf scheint da zu sein, wo es ein bisschen Feuerchen gibt. Weil hier ist nichts zum Schleichen. Und ich kann tatsächlich nicht durch das Baumhaus durch. So. Ich denke, in 5 Minuten haben wir das hier abgeschlossen. Das ist kein Thema. So, was soll ich tun? Töte einen Gegner mit Kunai. Würde ich gerne. Ich habe aber nur 3. Das bedeutet, ich muss die irgendwie andutschen. Jetzt komme ich hier nirgendwo durch. Haben sich hier aber gut eingesetzt. Geh mal hier hoch. So, okay, da ist der Anführer. Komm mal hier runter. Ah.
kommen gleich aus. Jetzt habe ich mich selber erwischt. Einen erwischt. Zwei erwischt. Den Anführer. Der nicht. Dann hier einmal bleiben beenden, einsammeln. Gesammelt haben wir nicht. Das mit den verschiedenen Kampfstilen klappt mittlerweile auch relativ gut. Die Gegner zu erkennen tatsächlich auch. Das ist gut. So, brauchen wir denn noch welche? Da oben ist noch einer. Der Plan ist eigentlich nicht damit zu arbeiten, aber ist okay. Hey. Ach komm. Und daraus kannst du nicht schießen, Kollege. Ist doch für dich blöd. Oh, da, komm mal, den kann ich sogar. Ey, nee, so. Schwerer Pfeil. Erwischt. Vorräte. So. Ist das der Anführer immer noch? Nein, der Anführer war doch schon mit dabei, oder? Nee, ich will den verbleibenden Gegner gar nicht herausfordern. Ich möchte einsammeln. Hätte ich doch mal gemacht. Eisen. Cool, nice. Erledigt. Bonusziel wird abgeschlossen. Bisschen Leder. Ein Pferd. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz hier. Gibt es noch das Zeltchen? Windglocke brauche ich nicht. Bisschen Zeug. Jetzt können wir die Karte öffnen und dann müsste sich eigentlich genau ein etwas größerer Bereich lüften. Kein Fragezeichen drin. So, wie gesagt, nächste Folge dann hier die Numata-Siedlung. Gibt einen Technikpunkt. Wir haben momentan zwei. Das heißt, wir können mal wieder gucken. Ich wollte ja sowieso. Nehmen wir mal das hier. Ich weiche sowieso immer sehr spät aus. Von daher passt das. Da haben wir alles geskillt, was wir momentan. Achso, wir brauchen eh zwei Technikpunkte, okay. Was wir skillen können. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Steffel.